Ja. Na, was ist es denn? Ja, mittlerweile weiß ich es. Aber wenn du mir das gestern gezeigt hättest und mich gefragt hättest, was ist das, hätte ich gesagt, Mensch, so schöner Sellerie. Ja. Solange du nicht Gurke sagst, sind wir schon alle sehr zufrieden. Aber tatsächlich gibt es ganz viel Saisongemüse, liebe Zuschauer, wo viele nicht wissen, was es ist. Das eine oder andere kennt man vielleicht sogar selber gar nicht. Das zum Beispiel ist? Na gut, das kenne ich, Kohlrabi. Esse ich übrigens jeden Morgen, kriegen wir immer hier vorne noch ganz toll zusammengeschnitten. Ich liebe es, Kohlrabi morgens zu essen. Finde ich auch gut. Aber das ist Rhabarber. Man staunt aber, und wir haben die Menschen mal gefragt, ob denn die Leute wissen, was in Deutschland im Moment geerntet wird. Die Auswahl wird von Tag zu Tag größer. Farbenprächtig strahlen uns die Vitaminbomben an. Ganz klar, es gibt endlich wieder frisches Obst und Gemüse. Wir wollen es saisonal und lieben es regional. Aber was hiervon wächst jetzt im Mai tatsächlich schon vor unserer Haustür? Wir haben eingekauft. Alles, was der Supermarkt hergibt. Aber aufgepasst, nicht alles, was im Regal liegt, wird auch gerade hier bei uns geerntet. Wer kennt sich aus? Schritt 1, Obst und Gemüse erkennen. Kandidat 1, Rhabarber. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Das ist, ich glaube, das ist. Wie hieß das? Irgendwas mit P. Du weißt nicht, was es heißt? Nee. Noch nie gesehen? Ich habe es gegessen, es ist sauer, aber ich weiß nicht, wie es heißt, ja. Wenn ich sage, ich habe Koch gelernt, das ist peinlich. Ja, irgendwie schon. Wie sieht's denn mit Kohlrabi aus? Was ist das? Oh, das habe ich noch nie in meinem Leben auch gegessen. Kenne ich nicht. Sag mal, wo hast du Koch gelernt? Das ist doch ein Kürbis, oder? Fenchel. Fenchel. Mit was fängt's an? K. K. Wie beim Glücksrad hier. Ja, ja, K, K, K. Kolben? Oder irgendwas? Kohlrabi. Jawoll. Geht doch. Bei so viel Gemüse kann man schon schnell mal den Überblick verlieren. Weiter geht es mit frischem Spinat. Blätter. Ich sag Blätter. Rucola oder so? Ich weiß nicht, wie das heißt, aber. Ist kein Rucola, ist kein normales Sachen. Blattsalat. Nie gesehen. Gesehen schon, natürlich. Ich habe auch vielleicht damit gekocht, aber was das genau ist, weiß ich nicht. Spalat oder so, oder? Nein. Spinat sieht ganz anders aus. Spalat oder so, oder? Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Was sagt ihr? So. Ist es vielleicht Spinat? Richtig. Das ist Spinat. Ja? So sieht der eigentlich aus. Geil. Wer ist es? Spinat. Ey, Spinat? Selten hat Spinat so glücklich gemacht. Vielleicht ist Obstraten ja leichter. Los geht's mit Pflaumen. Weißt du's? Du willst kochen lernen, oder? Nein, ich kann das nicht. Was hast du denn dazu nochmal gesagt? Pfirsiche. Pfirsiche. Bist du sicher? Willst du das nochmal anfassen? Ist das Mini-Pfirsiche, oder? Ich denke, es sind noch nicht reife Pfirsiche, oder? Der Koch wieder. Vielleicht kennt er ja Heidelbeeren. Brombeeren? Nee. Oder? Nein, Brombeeren auch nicht, oder? Nein, es ist hoffnungslos. Ein Kandidat fehlt aber noch. Vielleicht doch eine Idee für diese mysteriösen Stangen? Lauch. Ah, Moment. Spargel. Es ist keine Zwiebel, okay? Es ist was anderes. Porree. Das ist Rhabarber, ne? Sehen Sie. Es geht doch. Und der Rhabarber hat sogar gerade Saison. Wie sieht's denn mit dem Rest aus? Also ich glaube, man kann jetzt gerade alles ernten, was auf dem Tisch ist. Ich sag, der wächst. Stimmt, geht gerade los. Siehst du? So. Ist im Winter, oder? Nee, ja, doch. Wachsen bestimmt. Nee, ich sag, wachsen die nicht. Nein, die wachsen nicht. Nein. Wann hat der Apfel Saison? Im Frühling bis Sommer und Herbst. Reif sind die erst so nach dem Sommer, denke ich mal. Oder vorm Sommer. Die Erdbeeren gibt es ja auch im Winter. Nee, Tomaten wachsen überhaupt in Deutschland fast gar nicht so richtig. Ich hatte einen Tomatenbaum, der hat voll lange gedauert im Sommer. Du hast einen Tomatenbaum? Ja. Sachen gibt's. Frisch geerntet werden aktuell tatsächlich gerade Radieschen, Rhabarber, Kohlrabi, Erdbeeren und Spinat. Der Rest hat noch keine Saison. Auch nicht die Kräuter, die gerade auf unserem Tisch entdeckt wurden. Rosmarin, oder? Thymian. Thymian, ja. Thymian. Rosmarin. Nein, es sind Karotten. Kann ja mal passieren. Immerhin haben heute alle etwas gelernt. Kohlrabi war das andere. Das war, guck mal, weiß ich schon nicht mehr. Was ist das? So. Also noch einmal. Rhabarber, Reum rhabarbarum, eine Pflanzenart aus der Familie der Knöterichgewächse. Ja, gemacht ist das halt, dass meine Füße jetzt leider so aussehen. Das heißt also, sie sind deformiert. Ich habe jetzt hier so eine Ausbuchtung und das ist also wirklich sehr schmerzhaft.